Der rasante Traum einer Oscar-Preisträgerin. Ein subtiler Cameo-Auftritt eines weltberühmten Fahrers. Und warum hilft Cardi B Vin Diesel aus der Patsche? Hier findet ihr alles, was ihr in den Fast and Furious Filmen verpasst habt. Die Fast and Furious Reihe hat seit ihrem Debüt im Jahr 2001 einen langen Weg zurückgelegt. Die Geschichte des ersten Films The Fast and the Furious beginnt mit bescheidenen Anfängen und folgt der Reise des Undercover-Cops Brian O'Connor, gespielt von dem verstorbenen, großartigen Paul Walker. Die Handlung beschreibt, wie Brian eine Gruppe von Straßenrennen infiltriert, die von Vin Diesels Figur Dominic Toretto, besser bekannt als Dom, angeführt wird. Im Großen und Ganzen scheinen die Dinge für den jungen LAPD-Beamten gut zu laufen. Abgesehen von der Tatsache, dass Doms rechte Hand Vince Brian misstraut. Er nimmt ihn als Polizisten sofort aus dem Verkehr. Brian gerät in weitere Komplikationen, als er eine echte Bindung zu Dom aufbaut und Gefühle für die jüngere Schwester seines neuen Freundes Mia entwickelt. Als Brian Dom und seine Leute von einem schiefgelaufenen Autodiebstahl abhalten will, hilft er Vince, der auf einem Lastwagen festsitzt. Leider verfängt sich Vince in einem Kabel, das ihn dem Arm abschneidet. Glücklicherweise kann Brian ihn retten und als Vince in Fast and Furious 5 zum Franchise zurückkehrt, sind die Narben von dieser Tortur auf seinem Arm zu sehen. Dieses kleine Detail trägt wesentlich dazu bei, ein Gefühl der Konsistenz in einer Reihe zu fördern, die nicht immer die beste Kontinuität aufweist. Are you serious right now? Man, this is crazy! Am Ende von The Fast and the Furious hat Brian seine Karriere aufs Spiel gesetzt, indem er Dom und seiner Crew geholfen hat. Schließlich lässt er Dom gehen, um zu verhindern, dass er verhaftet wird. Im nächsten Film, Too Fast, Too Furious, erfährt das Publikum, dass diese Entscheidung dazu führt, dass Brian seinen Job als LAPD-Beamter verliert. Fast and Furious 6 verstärkt den Richtungswechsel des Franchises noch weiter. Die vertraute Crew von Straßenrennfahrern ist nun die einzige Hoffnung, eine kriminelle Organisation zu stoppen, die von Owen Shaw, gespielt von Luke Evans, geleitet wird. Dwayne Johnsons Figur, der Agent des diplomatischen Sicherheitsdienstes Hobbs, der einst Doom und seine Crew gejagt hat, bittet sie nun um Hilfe bei der Verhaftung der anderen Crew. Laut Hobbs ähnelt die Bande der von Doom und hat sogar die Hilfe von Dooms alter Freundin Letty in Anspruch genommen, die für tot gehalten wurde. Am Ende des Films ist alles gut für die rasende Familie. Hobbs hat die gesamte Crew von der US-Regierung begnadigt, sodass sie in das Haus zurückkehren können, in dem die Serie ihren Anfang nahm. Letty hat sich ihrem Team wieder angeschlossen und obwohl sie immer noch an Gedächtnisverlust leidet, sind sie und Dom wieder zusammen. Gegen Ende des Films hat Tyrese Gibsons Figur Pierce einen kurzen Wortwechsel mit Hobbs, als er bei ihrem Grillfest auftaucht. Hey Mia, you better hide your baby or I'm just playing. You better hide that big ass forehead. I was just joking. Wie sich zeigte, wurde Hobbs' Spruch über Pierce von Johnson aufgebessert. Die Szene wurde wegen ihres urkomischen Timings in der endgültigen Fassung beibehalten. Es ist kein Geheimnis, dass Dwayne Johnson einer der am härtesten arbeitenden Entertainer in der Branche ist. Laut Forbes war er 2022 einer der bestbezahltesten Schauspieler, unter anderem dank seiner Rollen im Furious-Franchise, Black Adam und Red Notice. Doch bevor er sich in Hollywood einen Namen machte, sorgte Johnson mit seiner Rolle als Wrestler The Rock für Aufsehen. Scheinbar ist professionelles Wrestling für Johnson eine Familienangelegenheit, denn sein Vater Rocky war ein berühmter kanadischer Wrestler. Auch seine älteste Tochter Simone hat kürzlich angekündigt, dass sie in die berühmten Fußstapfen ihrer Familie treten wird. Wie TMZ berichtet, hat sie ihren Wrestlernamen Ava Rake bekannt gegeben. Zu Beginn von Fast and Furious 7 lernen die Zuschauer die neueste Bedrohung für die Furious-Familie kennen, Owen Shaws älterer Bruder Deckard Shaw. Shaw ist auf Rache aus, nachdem Hobbs, Dom und seine Crew den Aktivitäten seines Bruders ein Ende gesetzt haben und Owen ins Koma gefallen ist. Shaw und Hobbs liefern sich einen epischen Kampf, als Shaw in das Büro des Diplomatic Security Service in Los Angeles einbricht. Während des Kampfes zeigt Johnson, dass er viele seiner Nahkampffähigkeiten aus seiner früheren Karriere beibehalten hat. Langjährige Fans von The Rock werden vielleicht sogar erkennen, wie er seinen klassischen Finisher, den Rock Bottom, gegen Shaw einsetzt. Ein Detail, das sicherlich auch als Wink an denjenigen gedacht ist, die den Entertainer seit seinen früheren Tagen verfolgen. Der Fast and Furious Spin-off-Film Hobbs and Shaw geht tiefer in die Geschichte der Familie Shaw ein. Der Film stellt die Figur Hattie Shaw vor, die jüngere Schwester von Deckard und Owen. Sie ist eine MI6-Außendienstmitarbeiterin, die von dem Terroristen Brixton Law unerbittlich gejagt wird. Bevor Hobbs jedoch etwas erfährt, verbringt er einige Zeit damit, sie zu verhören, da er glaubt, dass sie eine Kriminelle ist. Am Ende seines Verhörs zitiert er den deutschen Philosophen Friedrich Nietzsche. There's more wisdom in your body than in your deepest philosophies. Oh, let me guess. That Bruce Lee? No. Nietzsche. Sehr zur Überraschung von Hattie, die angenommen hatte, dass er nicht aufgeklärt genug sei, um über einen so berühmten Intellektuellen zu diskutieren. Doch der Scherz ging eindeutig auf ihre Kosten. Man könnte meinen, das sei ein Mittel, um Hattie und Hobbs eine sexuelle Spannung zu verleihen. Aber es gibt ein kleineres Detail, das sein Interesse an Nietzsche vorwegnimmt. Zu Beginn des Films wird die morgendliche Routine beschrieben, die Hobbs im Gegensatz zu Shaw durchläuft. Eine Szene zeigt die beiden bei der Zubereitung des Frühstücks, die einen besonderen Moment hat.
Hobbs bereitet Eier in einer Schüssel vor, wobei der Zuschauer ein Exemplar des Buches The Portable Nietzsche neben seinem Herz sieht. Der Film hat bereits verraten, dass er ein Nietzsche-Fan ist, aber das war nur für diejenigen sichtbar, die auf diese scheinbar winzigen Details geachtet haben. That's good. I'm impressed. Fast and Furious 9 wurde 2021 veröffentlicht und bedeutete die Rückkehr von Regisseur Justin Lin in das Franchise. Lin hat bisher bei insgesamt 5 Furious-Filmen Regie geführt. The Fast and the Furious Tokyo Drift, Fast and Furious, Fast and Furious 5, Fast and Furious 6 und Fast and Furious 9. Die Geschichte in Fast and Furious 9 verdoppelt das Kernkonzept der Familie innerhalb des Franchises, da enthüllt wird, dass Dom und Mia einen Bruder haben, der bis zu diesem Zeitpunkt noch nie erwähnt wurde. Ihr Bruder Jacob Toretto wird von John Cena gespielt. Er wurde von seiner Familie ausgeschlossen, nachdem Dom herausgefunden hat, dass er für den Tod ihres Vaters mitverantwortlich ist. Jahre später kehrt Jacob zurück, um sich an Dom zu rächen, denn er ist ein bekannter Krimineller geworden, der als Dieb, Auftragskiller und Hochleistungsfahrer arbeitet. Zu Beginn des Films wird ein älteres Logo der Universal Studios verwendet. Im Kommentar zum Film erklärt Lin, dass dies eine bewusste Entscheidung seinerseits war. Er weist darauf hin, dass der Film mit einer Rückblende zum Tod von Doms Vater im Jahr 1989 beginnt, um die Beziehung der Toretto-Jungs zu verdeutlichen. Im Originalfilm The Fast and the Furious erzählt Dom, wie er den Mann, der für den Tod seines Vaters verantwortlich war, körperlich verprügelt hat. In Fast and Furious 9 sehen wir außerdem eine Rückblende des Angriffs. In den Kommentaren erklärte Lin: Ich habe mich für ein älteres Logo entschieden, weil ich wollte, dass es mit der Rückblende am Anfang übereinstimmt. Mit Fast and Furious 9 kehrt Helen Mirren nach ihrer Hauptrolle in Hobbs & Shaw in die Hauptgeschichte des Furious-Franchises zurück. Sie porträtiert die Shaw-Geschwister Deckard, Owen und vermutlich Hattys Mutter Queenie. Als Queenie zum ersten Mal vorgestellt wird, sehen die Zuschauer, dass es in der Shaw-Familie anscheinend üblich ist, kriminell zu sein. Denn sie wird bei dem Versuch gezeigt, eine Halskette zu stehlen. Als Dom sie anspricht, gibt sie ihm Informationen über den Aufenthaltsort seines Bruders, Jacob Toretto. Während ihres Gesprächs wird Queenie gezeigt, wie sie rücksichtslos durch die Straßen von London fährt. Da Straßenrennen der Ursprung der Furious-Franchise sind, wurde diese Entscheidung wahrscheinlich getroffen, um die Tradition von Too Fast and Too Furious zu wahren. Es war aber auch ein besonderer Wunsch der Schauspielerin selbst. Laut Yahoo Entertainment teilte Mirren mit: Mein großer Wunsch ist es, in einem Fast and Furious Film mitzuspielen. Ich würde so gerne eine verrückte Fahrerin in einem Fast and Furious Film sein. Mein Anspruch auf Ruhm ist, dass ich immer selbst fahre. Ich war bei Top Gear und ich habe meine Runde in einer guten Zeit gedreht. Die Rapperin Cardi B hat eine kleine Gastrolle in F9 als Lacer, eine Frau, die eine gemeinsame Vergangenheit mit Dom hat. Ihre Figur rettet ihn vor der Verhaftung, indem sie sich als Polizistin ausgibt. Im Anschluss übergibt sie ihnen einen Schlüssel zu seiner Freiheit, nachdem sie in einen Polizeiwagen gesteckt wurden. Ihre Verbindung zu Dom mag zunächst zufällig erscheinen, aber sie hat eine scheinbar beiläufige Zeile, die eine versteckte Bedeutung für ihre Figur hat. Im Film sagt sie, dass sie ohne Dom noch immer Benzin klauen würde. Das ist eine direkte Verbindung zu der Zeit, in der Dom, Letty und Han in der Dominikanischen Republik leben. Im vierten Film des Franchise Fast and Furious leben diese drei Figuren in der Dominikanischen Republik und stehlen Benzin, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Ihre Zeit hier findet nach den Ereignissen des ersten Films statt, als Brian Dom lieber gehen lässt, als ihn verhaften zu lassen. Als er und Letty zu gesuchten Verbrechern werden, verlassen sie die Staaten und bauen scheinbar eine neue Crew auf. Offensichtlich war Lacer für eine kurze Zeit Teil dieser Crew. Laut E.T. verriet Diesel, dass die Figur von Cardi B im 10. Teil der Serie zurückkehren wird und dass sie sogar noch ausführlicher dargestellt werden soll. Über Lacers Zukunft im Franchise sagte F9-Regisseur Justin Lin: Sie ist wirklich in das gesamte Universum eingebettet. Es gibt sie schon lange und wir sehen sie jetzt zum ersten Mal. Also freue ich mich darauf, ihren Charakter zu erkunden. Die Zeitlinie im Furious-Franchise kann ein wenig undurchsichtig werden. Obwohl es sich bei The Fast and the Furious Tokyo Drift um den dritten Teil der Reihe handelt, spielt er in Wirklichkeit als sechster Film in der Zeitlinie. Das liegt daran, dass Sung Kangs Figur Han in Tokyo Drift eingeführt und scheinbar getötet wird. Am Ende des Films tritt Dom zu einem Rennen an, um den verloren geglaubten Freund zu ehren. Zu dieser Zeit war Doms Auftritt eine große Sache, da dies die Rückkehr von Vin Diesel zum Furious-Franchise bedeutete. Im Laufe der Furious-Filme hat sich gezeigt, dass Deckard Shaw für den Tod von Han verantwortlich ist, als Vergeltung für das, was Dooms Crew seinem Bruder Owen Shaw in Fast and Furious 6 angetan hat. Aber halt, da ist noch mehr. Die Geschichte wird noch komplizierter, denn es wird enthüllt, dass Han nicht wirklich gestorben ist. Stattdessen ist er untergetaucht, um ein kleines Mädchen zu beschützen. Während die Geschichte von Han Verwirrung stiftet, gibt es ein kleines, aber unterhaltsames Detail über seinen Namen, das uns nicht mehr aus dem Kopf geht. In Furious 7 wird enthüllt, dass sein voller Name eigentlich Han Solo ist. Eine clevere Anspielung an Harrison Fords ikonische Star Wars Figur Han Solo. Regisseur Justin Lin verriet jedoch später auf Twitter, dass es sich dabei nur um einen Alias handelt, den Han benutzt. Und dass sein vollständiger Name nach wie vor ein Geheimnis bleibt. No reward is worth this. The Fast and the Furious Tokyo Drift führt Drift Ran in das Franchise ein.
Bis zu diesem Zeitpunkt ging es in der Serie nur um Straßenrennen mit einer Prise Polizeidrama. Tokyo Drift ist auch der einzige Film der Reihe, der sich nicht auf Brian oder Dominic konzentriert. Stattdessen wird eine völlig neue Besetzung eingeführt. Außerdem hat der Film die interessante Entscheidung getroffen, dass die meisten Charaktere Highschool-Schüler sind und nicht Erwachsene, die in kriminelle Aktivitäten verwickelt sind. Kurz gesagt, es ist definitiv die zwiespältigste Geschichte, die aus dem Furious-Franchise hervorgegangen ist. Eine kleine Szene im Film, die viel Gewicht hat, ist die, in der die Zuschauer einen Fischer sehen, der Sean dabei beobachtet, wie er peinlich berührt versucht, zum ersten Mal zu driften. Bei dem Fischer handelt es sich tatsächlich um einen echten Driftking, Keiji Tsuchiya, einem aufmerksamen Reddit-Fan zufolge. Tsuchiya half dabei, die Kunst des Togi-Fahrens populär zu machen, die auch im Film eine wichtige Rolle spielt. Überraschenderweise haben nur wenige Profifahrer einen Gastauftritt im Furious-Franchise, sodass sich Tokyo Drift durch Tsuchiyas Auftritt noch weiter von seinen Vorgängern unterscheidet.